von der Position her. Luisenani war, glaube ich, bei dem Außenspieler da vorne. Okay. Lustig. Er entscheidet auf Freistoß. Nur weil der hingefallen ist. Er hat das nur aus Mitleid gegeben, der Schiri. Klasse aufgepasst, er kommt an den Mies. Ball. Er schießt. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Schießt er ihn rein. Wie macht er den? Das war eine gute Taktik. Bitte jetzt den Controller-Werf-Sound einspielen. So, 6 Tore gehen noch. 6. Übertreib mal nicht. Verrückt sie. Okay, war vielleicht ein bisschen motiviert von mir. Sauber. No. Ja, kann man ein bisschen besser spielen, passt. Vor allem kann man dann noch ein paar. Egal. Ja, das geht so nicht. Keine Gefahr hier. Wollte sagen, lauf, weil ich habe auf dem Flügel keinen Anspielzug gehabt. Da, der muss den noch haben. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Jetzt der Freistoß. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Ja. Pass auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen Sie schnell spielen. Jetzt können Sie einwerfen. Von die heißen Entros, also Entron wahrscheinlich auf Spanisch irgendwie. Meinst du? Halt für dich auch wahrscheinlich. Einer heißt Muschimaus. Ah, was? Ludwig der 14. Das ist der Sonnenkönig gewesen. Danke, rechts gezeigt, eine französische Revolution. Ja, okay, lauf. Deswegen, also es würde auch Sinn ergeben, dass der eine Robespierre heißt. Sauber. Yes. Na gut, da wollten wir schon die Seite haben. Die wollen das. Ja, weißt du, ich stehe da einfach nur rum. Und der läuft einfach in mich rein. Das finde ich gut. Gefällt mir. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Oh. Und den Ball wirft er direkt ein. Doppelpass, schade. Lustig. Ah, sehr gut, dass er da irgendwas. Interessant, was der Torwart da macht. Ich krieg's kotzen, ey. Sehr gut gemacht. Genau, jetzt nochmal durchatmen. Nochmal. Ja. Nochmal eine Kiwi essen. Ein verdammtes Tor. Dann können wir so eine saudämliche Anmoderation machen. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Nein. Ich regel das schon. Hast du den?
Nee. Okay. Zurück. Oder auch nicht. Ja. Ja, hasse, ja. Gut. Ah. Da hab ich den halt, ja, verdammt. An. Das, ey, ich wollte schon sagen. Da sagt der Abiturient antizipieren. Oh, mein Gegenspieler ist verletzt, das also muss ich ausnutzen. Ja, Muschimaus ist verletzt, ja. Nee, lauf du nicht, ich mach ihn einfach direkt. Ja, mach das. Sag mal, wo war denn nicht die Mauer von denen? Die haben die komplett aufgelöst, um die auf die Linie zu stellen. Achso. Da jetzt so ein Roberto Carlos einfach freie Schussbahn. Das wäre schon sehr episch. Wobei, bei dem war eh egal, ob die Mauer da steht oder nicht. Der schießt dann einfach im ganz krummen Bogen vorbei an der Mauer. So, jetzt machen wir den. Ach, verdammt. Vielleicht wäre eine flache Flanke doch besser gewesen. Oh, da hat dich genommen. Das ist nicht sehr hilfreich. Aber die Wahrheit. Wir haben angeblich zwei Nachrichten im Chat. Ich kann die leider wirklich nicht lesen, weil es in der Technik überhaupt nicht klappt. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann die auch nicht lesen. Komm, jetzt lässt sich durch. Hast du noch? Na. No. Ah, was ist das für ein Pass? Sauber. Weißt du, was mich ein bisschen irritiert? Der eine. Nein, die kann ich. Das muss er nochmal üben. Nee, aber dass der eine Robespierre heißt, der andere heißt Ludwig der 14. Und der dritte heißt Muschimaus. Warum? Das hat doch thematisch nichts mit den anderen beiden zu tun. Was ist das? Thematisch hat das nichts mit den anderen zu tun. Was ist das? Ach so, ich habe verstanden, was ist das? Nee. Ja, natürlich. Wenn der eine sich schon Ludwig der 14. nennt, dann müssen die schon so ein. Ja, so ein Frankreich-Team haben. Oh, rot. Nee, gar nichts. Dann haben wir mal Glück gehabt. Guck mal, wenn der eine sich wenigstens Frank Guillotine nennen würde, dann würde ich das verstehen. So, hier, zack. Ich wollte den nicht voll umwemsen, aber wollte den nicht. Wenn das auf das Wort umwemsen steht, dann musst du hier dringend mal die Grillshow bei Rocket League angehen. Die Grillshow? Ja, und was hier reingewemst und zum Teil. Okay. Ja, mal gucken. So. 38 Meter. Ja, auch nicht möglich, aber nee. Ja, drei sind sie lang. Eine Flanke. Genau dahin. So. Er spielt den Pass zurück. Das könnte gefährlich werden. Mach schönes Ding. Nein. Immerhin gibt's Gelb für den. Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum das der Ludwig ist. Na, fuck. Sauber.
Scheiße, geht doch dicht. Oh, das könnte der Aufstieg sein. Bereite dein Aufstieg T-Shirt vor. Hier, sollten wir mal erfolgreicher hiermit sein, müssen wir auf jeden Fall dann auch so Aufstieg-T-Shirts vorbereiten, also uns machen lassen. Können wir dann eben nach jedem Aufstieg. Gut, die werden dann nicht mehr so häufig kommen, aber vielleicht kommen ja noch ein paar. Oder dann machen wir es halt einfach Klassenerhalt oder so. Oder Liga 1, solange wir in Liga 1 spielen. Pass. Nein, pass. Ich wollte die Ecke haben. Das ist modernes Zeitspiel. Scheißegal, was du willst. Jetzt aber nicht hier so im Ton, mein Freundchen. Ja, nein. Wie geht der denn nicht rein? Komm, jetzt Elfmeter. Schade. Wegbumsen. Ja, hast du nur mit meiner Hilfe bekommen den Ball. Was macht der Torwart? Warum kommt er jetzt? Oh, das wäre in 3D wäre das wieder schön gewesen. Wenn du daraus dann noch 4D gemacht hättest, dann wäre das schon sehr schön, sehr episch. Ja. Den habe ich noch. Hätte aber gepasst, wenn zum Tag gepasst, wenn wir so ein Gegentor bekommen hätten. So, ich stehe zum Kontern bereit. Nein, komm nach hinten. Zu spät. Oh. Gefährlich. Irgendwer hat Blutrichter auf seinem Trikot stehen. Kann das Robespierre sein? Ja! Sauber! Yes. Entschuldigung. Nie mehr, zweite Liga. Nie mehr. Wieso echt die Fahrschulmannschaft schlecht hin? Ja. Wir kommen immer nur einfach, um wieder zu gehen. Wir sind geboren, um zu leben. Das wollte irgendwie runddrehen zum Aufstieg, aber egal, passt nicht. Yes. Ich freue mich schon auf die dämliche Anmoderation, die wir nächstes Mal machen können. Ja. Alter, Schwede, waren die nervig. Ich glaube, wir haben denen gerade den Aufstieg genommen, den Leuten da. Geschieht denen recht? Denn wir müssen schon aufsteigen. Andere können da nicht aufsteigen. Sind aber wieder keinen Stern hochgekommen. Das gefällt mir nicht. So. Nach diesem schönen Ende, wie ich finde. Das auf jeden Fall. Wird es Zeit, ja, Winke Winke zu sagen? Wir sind keine 4 Jahre alt mehr. Achso. Das Sandmännchen ist, glaube ich, schon längst im Bett. Das heißt, wir müssen auch ins Bett gehen. Also, tschüss. Yeah.